Henry Joseph Church hätte alles werden können, was er wollte. Also wurde er Koch. Seine wichtigste Zutat? Jazz. Guten Morgen. Charlie haben Sie ja schon kennengelernt. Noch nicht offiziell. Morgen, Charlotte. Ich bin Mr. Church. Als Mr. Church zu uns kam, wollte ich, dass er wieder geht. Ich hoffe, das macht nichts. Ich bringe die Bücher überall mit hin. Ich hasse Lesen. Aber mit der Zeit konnte ich mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Mr. Church, ich würde gerne ein Buch ausleihen. Was für ein Deal hat Richard mit Ihnen gemacht? Ich soll, bis Sie uns verlassen haben, für Sie und Ihre Tochter kochen. Und die ganze Zeit hatte ich keine Ahnung, dass Mama krank war. Ich erfuhr das alles erst viel später. Du siehst so wunderschön aus. Die Boston University hat mich angenommen. Ich bin stolz auf dich. Wieso ist dir das so wichtig? Du bist bis dahin eh nicht mehr da. Meine Mama war die Sonne für mich gewesen. Und Mr. Church? Er war wie der Mond, kühl, ruhig und immer da. Wie wird es jetzt weitergehen? Jetzt kannst du an der Boston University Bescheid sagen, dass Charlotte Brooks bei Ihnen studieren wird. Schon seltsam, wie das Leben immer weitergeht. Ich dachte, dass du mittlerweile eine erfolgreiche Schriftstellerin bist. Ich denke, ich habe mich nach Mamas Tod verloren gefühlt. Machst du da? Jetzt musst du gehen. Nur eine verdammte Regel, aber du hältst sie nicht ein. Was ist denn mit euch allen immer diese Lügen und Geheimnisse? Ich warte nur mehr, weil sie wissen, was das ist. Aber wohin das Leben dich auch bringt und egal wie hart es wird, du kannst immer zurück nach Hause finden. Überraschung. Wollen Sie nicht wissen, wie das passiert ist? Ich weiß, wie Frauen schwanger werden, Charlotte. Komm, Charlie. Du kannst nicht ewig bei deinem Koch wohnen. Meinem Koch? Das Geld, das Richard Mama überlassen hat, hat 6 Monate gereicht. Weißt du, wer danach unsere Miete, Rechnungen und Essen jahrelang bezahlt hat? Mr. Church, er hat uns gerettet. Können Sie irgendwo unterkommen? Sie wohnt bei mir. Du hast mir das Wichtigste gegeben, das einem das Leben zu bieten hat. Du hast mir eine Familie gegeben. We dance, we sing, we live, we love tonight.